Und ich habe den nächsten Athleten hier sitzen, Karim Böhm. Für die, die schon rechtzeitig eingeschaltet haben, haben eben seinen Sieg gesehen. Karim, Glückwunsch an deinen Sieg. Danke dir. Sehr, sehr schöne Vorstellung gemacht gegen den Französen. Wie fühlst du dich danach? Wie geht es dir jetzt gerade damit? Und was bedeutet es für dich jetzt auf dem Weg ins 2000? Ja, fühlt sich natürlich sehr gut an. War nochmal eine wichtige Vorbereitung für das Fighthouse. Ich wollte nochmal das Kampfgefühl wiederbekommen. Ich habe lange nicht mehr gekämpft, deswegen war es für mich wichtig, nochmal diesen Kampf zu bestreiten, um topfit für das Fighthouse zu sein. Du bist natürlich auch ein Risiko eingegangen. Ishan Makhroum war jetzt kein leichter Gegner, den du dir ausgesucht hast. Haben wir auch gesehen, du bist sehr, sehr... Also man hat, ich habe es vorhin auch gesagt, während ich kommentiert habe, konntest du natürlich nicht hören, aber man sieht die Evolution. Du bist oft sehr stürmisch nach vorne geprescht in der Vergangenheit. Das war heute ganz anders, hast dir Zeit gelassen, sehr geduldig. Aber was ich habe sagen wollen, es war natürlich auch eine Gefahr. Weil du gehst in ein Match so, es ist ein Profikampf nach Profiregeln, es gibt Ellbogen. Du kannst vielleicht eine Verletzung davon zeigen, was ja davon tragen, was ja dann deinen Einzug ins 2000 quasi gefährdet hätte. Aber das hast du in Kauf genommen. Und warum? Auf jeden Fall, ja, es ist eine wichtige Erfahrung. Wir setzen uns allen Gefahren aus, die in den Cage gehen. Und das ist das, was wir leben. Von daher, ich wusste natürlich, dass er ein sehr starker Grappler ist. Darauf haben wir uns auch vorbereitet. Deswegen war das Ziel, erstmal auf Distanz zu bleiben, schön mit dem Jab zu kommen und zu gucken, wie sein Grappling überhaupt ist. Vielleicht halte ich ja mit seinem Grappling mit, was man heute auch auf jeden Fall gesehen hat. Ich hätte mit ihm grappeln können, ich hätte mit ihm ringen können und ich habe ihn im Stand dominiert. Und das war die Leistung, die ich gebracht habe. Genau wie ich es im Training umgesetzt habe. Umsetzung war auf jeden Fall da, hast du sehr, sehr gut gemacht. Nochmal die Frage, wenn du ins Fighthouse gehst, was ja eine riesen Publicity geben wird, eine riesen mediale Präsenz geben wird, du die Aussicht hast auf 20.000 Euro, wenn du dann das Finale für dich erfolgreich bestreiten kannst. Warum das riskieren für ein Match jetzt im Vorfeld? Weil ich den Sport liebe. Ich setze mich jeder Gefahr aus und genauso wird das auch im Fighthouse sein. Ich werde keinen Gegner meiden und genau wie das heute hier im Cage passiert ist, wird mit jedem Gegner, der mich, gegen mich antreten wird, im Fighthouse auch passieren. Dann muss ich natürlich gezwungenermaßen die Fragen stellen. Du hast Teamkollegen im Fighthouse. Wie sprecht ihr da im Vorfeld darüber? Was ist, wenn wir aufeinandertreffen? Wie sieht es aus, wenn nur noch wir übrig bleiben? Vermutlich wirst du nicht deinen Teamkollegen als erstes auswählen oder eher dich. Gehe ich von aus, aber irgendwann lichten sich die Reihen und es bleibt nicht mehr so viel übrig und vielleicht trifft man dann aufeinander. Wie geht ihr damit um? Das ist natürlich für keine eine leichte Entscheidung. Ne? Wir hoffen natürlich, dass das nicht so passieren wird. Und in der Hoffnung bleibe ich auch. Also ich will mir darüber gar keine Gedanken machen, weil der Gedanke killt mich, gegen meinen eigenen Teamkollegen zu kämpfen. Von daher, ich werde jeden Kampf bestreiten und komme, was wolle. Wir hoffen, dass es nicht in die Richtung geht. Dass es nicht in die Richtung geht. Genau. Eine Frage möchte ich noch stellen, und zwar habe ich die vorhin Benny bei Rami auch gestellt. Was bedeutet die 20.000 Euro für dich? Sagen wir, es geht gut für dich und du gewinnst 20.000 Euro. Das ist eine Menge Holz, kann man einiges mit anfangen. So, was bedeutet sich, was ist der nächste Schritt dann für dich und wie willst du das Geld investieren? Ist eine Menge Holz, was natürlich auch schnell verbrannt werden kann, wenn man nicht richtig damit umgeht. Deswegen werde ich dieses AMG, Geld... AMG, sagst du? Auf jeden Fall, nee. Genau das nicht. Ich werde das Geld wirklich vollkommen in meinen Sport investieren. Ich würde es dafür benutzen, dass es mich über Wasser hält, dass ich jeden Tag dreimal trainieren kann, um noch mehr Geld in die Zukunft zu machen. Saubere Ansage. Karim, viel Erfolg an dich. Glückwunsch an deinen schönen Sieg heute. Vielen Dank. War kein leichter Gegner, hast du gut gemacht. Man sieht, wie gesagt, die Evolution in deinen Fähigkeiten und in deinem Fight-IQ. Wo noch viel mehr hintersteckt. Nicht mehr der Tyson, der nur nach vorne prescht. Genau. Sehr, sehr schön gemacht. Danke sehr. Wir sehen uns im Fighthouse. Ciao.